Mein lieber Hermann, das hier ist das beschissenste Pflaster, in dem wir bis jetzt waren. Aber... Ach du Scheiße. Oh, ekliges Gesocks überall. Die Viecher, die sind brav, die haben wir lieb. Die tun gar nichts, sie laufen einfach nur weg. Nicht mal das machen sie. Und die da haben wir auch noch lieb. Dem darf man nur nicht doof kommen oder ihre Babys töten, was irgendwo verständlich ist. Aber die anderen, die Spinnen, das Fiese an denen ist, ich habe ja schon mal versucht, gegen die zu kämpfen, dass die ausweichen können und alles. Die sind, oh, was haben wir da denn für ein Premium-Zeugs? Oha. Oha. Da fängt das Spiel sogar gerade an, Special-Musik abzuspielen. Das muss irgendwas Dolles sein. Und hier sind Menschen in der Nähe. Oh nein, warte mal, ich muss mal ganz kurz das Schwert kaputt machen, nur um es dann wieder aufzuneuern. Oh, Bäckchen. Aber hier sind keine Leute, oder? Nicht, dass ich gleich in irgendwelche Reihen ran. Was ist mit denen? Triggern wir die auch? Es muss... Oh, ein Hörnchen. Ach du Scheiße, da ist wieder eine Gang von Hyänen. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir lieber her? Wir gehen lieber hierher. Jetzt, wo der eine gerade weg ist. Das sieht aber auch schön hier aus. Guck mal, da. Oh Gott, ich höre irgendwas stampfen. Da. Oh Gott. Und jetzt höre ich irgendwas Geräusche am Machen, Dreinsandtun. Aber du bist alleine, oder? Bist du alleine? Ja, dann komm. Kannst du nicht? Kann er nicht. Kann er nicht? Er kann echt nicht. Tja. Oh. Was ist mit dem Kollegen da hinten? Man weiß es nicht. Wenn ich jetzt runterhüpfe, was erwartet uns da denn? Da sind auch nochmal Hyänen, aber ich will auf jeden Fall da oben rein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wir sind eigentlich hier, um Steinchen zu holen, aber wir sollten uns auf jeden Fall... Oh shit. Nicht, dass wir gleich hier runterkommen. Wir sollten uns auf jeden Fall für alle Fälle... Ich meine, wir werden natürlich nicht sterben. Aber wir sollten uns ganz fix... warte mal, ich habe, glaube ich... Wir müssen ja genug dabei haben. Wir sollten uns ganz fix für alle Fälle das Ding hier auf jeden Fall kurz unter die Fott setzen. Denn wenn es da im Tempel des Todes nicht so geil ausgeht, spawnen wir wenigstens direkt wieder hier. Und das Ganze ist kein Weltuntergang, weil wir dann schneller wieder reinkommen und Sachen holen und bla bla bla. So, 7 haben wir. Haben wir. Sieht doch wunderschön hier aus. E interagieren. Spawnpunkt aktualisiert. Okay. Da oben haben wir noch mehr von den Viechern. Oh shit. Wir gehen einfach... Wir gehen einfach bei den netten Antilopen hier entlang. Die sind was Feines. Sie tun nix. Und ich höre schon wieder... Irgendwas habe ich wieder bellen gehört. So, und genug Steinchen für drin. Hä? Okay, machbar. Machbar, solange die nicht ihre Gang rufen. Denn wenn hier die ganzen Groupies antanzen... Oh Gott, da, ich sehe schon wieder eine Spinne. Wenn hier die ganzen Groupies antanzen, dann haben wir wieder ein Problemchen. Oh Gott, da oben ist auch noch irgendein Lager. Leck mich fett. Oh wei, ich habe ein bisschen Muffensausen. Wo wollen wir zuerst rein? Ich glaube, wir gehen zuerst da links hoch. Und... Genau, und töten nochmal den Freiwilligen da. Bitte lass deinen Kollegen... Er lässt natürlich seinen Kollegen sofort kommen. Bitte, bitte. Das muss noch gehen. Dafür muss das Schwert noch herreichen. So, dich lassen wir natürlich in Ruhe. Amigo. Lieber Herr Gesangsverein. Okay. Die Klamotte ist fast im Eimer. Können wir die... Ja, können wir. Dafür haben wir genug dabei. Wie wär's mit einem Lagerfeuerchen? Können wir das? Können wir auch. Okay. Genug Steine haben wir noch. Genug Äste haben wir noch zum Aufrüsten. Das hier wird... Erstmal wird das hier kurz auf den Eimer geworfen. Jetzt müssen wir ganz fix... Nee, komm. Hier, genau. Ach, nee. Ich glaube, das Teil müssen wir nachbauen im Kampf. Jo, müssen wir nachbauen. Komm. Oh, schon wieder so eine knappe Kiste. Wie schnell respawnen die Viecher, bitte? Bitte lass nicht noch einen kommen. Ich wäre dir sehr dankbar.
Sonst müssen wir wirklich weglaufen. Und trinken. Oh Mann. Oh Mann. Jo, sehe ich genauso, singender Typ im Hintergrund. Sehe ich genauso, es ist eine Qual. Wir gehen jetzt mal eben was zu essen. Und da habe ich echt nichts, was zu trinken. Und da habe ich echt nichts Trinkbares mehr. Das Wildfleisch, rohes Fleisch kleiner Tiere und Vögel. Das kann auch mal eben gemacht werden. So, dann holen wir uns was zu trinken. Bitte nicht noch die Hyäne da links ranholen. Wir brauchen es nicht. Die ist aber irgendwo da. Wo ist sie denn? Ach, da rechts zwischen den Bäumchen. Okay, okay, okay. Nicht mehr Stress machen, als sein muss. Wo ist Feuerchen? Da ist Feuerchen. Das dauert aber auch arschlange. Fleischfetzen. Aus. Können wir dich? Wenn wir wollen, können wir dich einfach... Wir können dich zerlegen und wieder... Ach nee, können wir nicht. Wir kriegen nur wenn, Zeug ins Inventar. Oh Gott, von der habe ich Angst. Oh Gott, von dem auch. Ich weiß nur noch nicht, was es ist. Okay, wir müssen gucken, was die Spinne da für eine Patrouille zieht. Und ganz kurz unser Schwertchen updaten. Oh oh. Wen haben wir da rangeholt? Die Alte, oder? Die Alte! Aber die Alte macht gerade Stress mit dem anderen Alten. Das ist gut für uns. Kurz das Ding upgraden. Aber die kleine Schwester kommt vorbei. Okay, dann doch nicht. Oh Gott, da hinten ist ein... Da ist ein... Da ist ein... Da ist eine ganze Spinnenhöhle ist da. Oh shit. Okay, nur nicht treffen lassen. Nur nicht treffen lassen. Nur nicht treffen lassen und das verkrüppelnde Gift wieder loswerden. In dem Tempel ist der Name echt Programm. Hat das Teil hat gar keinen Eingang. Das ist ja nur so zum Spaß hier, oh Gott. Nee, da wollen wir auch nicht hin. Hier runterhüpfen, ist das eine Idee? Noch nicht, oder? Jetzt vielleicht. Ja, es ist definitiv eine Idee. Oh, oh, ouch. Alles ist besser als da oben bleiben. Nee. Okay, verkrüppelndes Gift, das muss man loswerden. Wenn man das geschafft hat, dann geht's, glaube ich, wieder. Die Mission ist doch zum Scheitern verurteilt. Die Dinger sind viel zu fix, sie sind viel zu fix. Okay. Mir fällt da noch ein Geniestreich ein. Einen haben wir noch. Oh, oh. Bitte triff mich nicht. Oh, oh. Da ist die Spinnenhöhle. Ach du Scheiße. Das kannst du doch... Was ist mit dir? Bitte geht doch lieber auf euren Kollegen da. Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele. Ich möchte doch nur mal kurz hier rein. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ihr da gerade für einen Spaß macht, aber ich gehe runter. Ich gehe freiwillig da runter. Oh. Oh. Ich weiß, wir sehen gerade nichts. Aber das ändert sich im Nu. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich tue auch noch. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Alle guten Dinge sind zwei, meine Lieben. Ich, ach du. Ich gebe mich nicht so einfach geschlagen. So kann's ja nicht... Noch einer. Wir kriegen gleich wenigstens ein Level up dazu. So kann es ja nicht gehen, ja? 19, 20 Fleischklumpen, die kann ich gar nicht alle essen. Da liegt der Rest von uns, aber da liegt auch... Was ist das denn? Ist das eine tote Spinne? War das eine tote Spinne? Das war eine tote Spinne. Vielleicht sollten wir uns mal... Oh, jetzt sind da schon zwei von den Gebrüdern. Jo, ist gut. Die laufen aber nicht auf mich zu, ne? Die Spinne. Macht ihr die Spinne tot? Ja, ihr macht die Spinne tot. Okay, das ist gut. Ich habe drei verkrüppelt. Warum? Stackt gerade so viel verkrüppelndes Gift auf mir. Woher kommt das? Warum geht's nicht weg, vor allen Dingen? Warte mal, ich hab's gar nicht. Hä? Da fällt die... Die will ich. Die will ich, dankeschön. Dankeschön, die will ich. Wundsekret.
guck mal, was man nicht alles bekommt, wenn man ein bisschen war. Spinnenfäden. Aus Gliederfüße gewonnene Zähne und überriechende Flüssigkeit. Weiche und stark gleichzeitig leicht Spinnenseide. Okay. Oh. Da wird gerade jemand ordentlich vermöbelt. Diese Spinnenhöhle, die ist echt... Die ist echt übel. Oh, da liegt noch mehr von dem Zeug. Ach hier, hier ist wieder so ein Tribe. Und die gingen gerade alle auf den Dicken drauf. Oh Gott, die sind schon voll ausgerüstet. Hupsila. Jo, ist okay. Oh, du bist okay. Ne, du da hinten bist nicht okay. Warte mal, wir probieren es jetzt mal mit dem Spinnchen. Oder auch nicht. Wenn er so nett ist und das für uns tut. Dann müssen wir das nicht machen. Ich werde nur das verkrüppelte Gift nicht mehr los. Aber wir sind... Wir haben irgendwie haben wir diesen Kampf jetzt überlebt. Oh Mann. Oh Mann. Da hinten ist noch mehr Zeug. Oh Mann. Bitte komm. Komm du jetzt nicht auch noch hier hoch, ey. Das hat mir gerade noch gefehlt. Komm du bloß nicht. Du kommst hier hoch. So, wir müssen... Okay, wir haben es aber gerade so eben geschafft. Wir haben nichts mehr zum Bauen. Das brauchen wir mehr Steine erforderlich. Okay. Jo, ist gut. Der rennt da fröhlich durch die Gegend. Aber der tut ja nichts. Der will nur spielen. Gut. Uff. Okay, ich würde sagen, ich mache mal eine kleine... Oder nein, noch nicht. Noch machen wir keine Pause. Ich guck mal. Oh Gott, was ist das? Das ist ja noch eine Höhle. Und da geht's auch noch irgendwo hoch. Okay, wir gehen nochmal eben bei der Höhle glubschen. Wohl wissend, dass wir... Oh, wir brauchen noch Zwirn. Dass wir sterben werden. Bauen wir uns noch ein Bettchen? Was fehlt denn da? Ach, jetzt für die Pflanzenfaser. Ach nee, die haben wir hier. Haben wir doch alles. Guck mal. So, die komischen Strohäume, die geben keinen... Pflanzending 1 noch. Aber dafür muss ich mich wenigstens jetzt nirgendwo hinbegeben, wo ich sofort wieder verreck. So, dann gucken wir nämlich mal, da hinten ist was. Aber, nee, da war ich schon mal. Da war ich schon mal. Die geben einfach nur den Rand der Map an. Aber das da oben. Das sieht richtig evil Knievel aus. Und das da hinten? Da hockt wahrscheinlich Sauron drin und wartet auf uns. Okay, Bettchen, 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 Bettchen. Bettchen haben wir. Bettchen kann hier hin. Und interagieren. So, jetzt mal gucken. Wir dürfen nur nicht wieder verkrüppeln. Hört's. Wer kommt da? Du kommst da! Wieso du denn? Ich dachte, ihr seid brav. Ja, pass auf, wenn du schon mitkommst. Ach, du hörst schon wieder auf. Oh, nee, da oben sind schon wieder welche. Ist das dann eure Höhle? Ach, nee, da ist die Höhle. Wollte schon sagen. Ist denn die eure Höhle hier? Da sind die. Die sind alle so gut. Die haben sogar Saurons Hand. Auf ihrem Banner. Oh. Ich glaube, ich habe da eine leichte Ahnung, wem diese Höhle gehören könnte. Hündchen? Nein, kein Hündchen. Aber verkrüppelt wieder von irgendwas. Oder ist das auch eine Spinnenhöhle? Das ist auch eine Spinnenhöhle, stimmt's? Nee, das ist eine Alleshöhle. Das ist eine... Was ist das für eine Höhle? Die vermöbeln jetzt die Spinne. Okay, wir gehen ganz kurz gucken. Nur ganz kurz... Ich weiß, da kommt irgendjemand. Oh Gott, ja doch, das ist eine Spinnenhöhle. Ach, du kommst nur. Kann ich mich eigentlich hier so in Sicherheit bringen, wenn die da nicht durchkommen? Geht das? Oh Gott, jetzt ist... Jetzt geht die Party los. Jo, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ja, dich krieg ich doch sogar noch tot, oder? Nur dich nicht. Ich kann mich aber auch gerade nicht mehr... Ich konnte mich aber auch nicht mehr bewegen. Leute, wir machen ein kleines Päuschen. Wir wollten ja nur kurz gucken und wir sehen uns in der nächsten Folge von Conan Exiles. Oh Mann. Das reine Buffet ist das. Das reine Buffet. So, Leute, hört am besten gar nicht auf das, was der Typ da gerade gesagt hat. 15 Minuten sind auch keine Zeit
15 Minuten ist auch gar nichts. Ich habe nur viel zu viel gezählt, weil wir so oft verreckt sind. Und das habe ich ja auch immer die ganze Zeit mit aufgenommen und danach herausgeschnitten. Deswegen ist das Kappes. Aber ich habe jetzt in der Zeit ein bisschen was gesammelt. Pass auf, wir haben nämlich einen Arsch voll. Also vergiss mal das alles, hier sieht man nicht so viel. Das habe ich noch nicht gemacht mit dem Aufsteigen, aber wir haben auch wieder ein bisschen was dazugelernt. Und können ein paar Sächlein machen. Ich guck mal ganz kurz, ist das hier schon fertig? Das ist schon fertig, 15 Stück. Okay, wir machen jetzt nämlich mal was Schönes. Und danach machen wir nochmal was Schönes. Wir bauen uns erstmal so ein Tischlein hier. Das Fleisch verrottet die ganze Zeit in meiner Buchse. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber machst du nichts, was braucht man dafür eigentlich? Eisenverstärkung haben wir nicht. Haben wir nicht, Leder haben wir nicht. Das ist ganz okay. Flechtschemel. Bauen wir einfach mal, hört sich lustig an. So einen Oma-Stuhl bauen wir auch. So, haben wir überhaupt noch genug davon da? Weiß ich gar nicht, ist egal. Wir kaufen einfach alles auf Pump. Alles auf Pump. So ein komisches Wandschild brauchen wir nicht. Den Tisch haben wir schon gebaut. So eine Holzbank können wir auch nicht mehr bauen. Ist alles schon vergeben, okay. Obwohl, ich hab da doch... Jetzt habe ich nicht mehr genug geformtes Holz, okay. Warum den Flechtschemel? Da haben wir den Flechtschemel. Habe ich noch Holz in der Buchse? Habe ich noch. Dann tun wir nämlich das Holz noch einmal da rein. Und machen alles davon. Denn das hier ist nur für Deko da quasi. Gucken wir mal, wie sieht denn das aus? Ja. Wie ein Stuhl. Dann dötschen wir den dahin. Geht nicht, wieso geht das nicht? Nicht genug Kontakt mit dem Boden? Wie nicht Kontakt mit dem Boden? Da ist mehr Boden geht nicht. So, Boden vom Feinsten. Wieso nicht genug Kontakt mit dem Boden? Hä? Ich habe so das Gefühl, der zählt das nicht als Boden. Lass mich raten, du zählst das auch nicht als Boden. Zählst du es denn hier drin? Hier drin zählt es als Boden? Okay. Dann müssen wir gucken. Wir bauen das mal so thekenmäßig, ne? Die welterste Bar. Und, ach, da geht's jetzt. Nee, da geht's wieder nicht. Das ist bräsig, wenn ich es da so hinstelle. Obwohl, geht. Na, warte. Warte. So, können wir uns auch hinsetzen? Können wir. Schniekepieke. Also wir haben auch neue Klamotten, ich war auch schon jagen und so. Und ich komme mir mit den Sachen echt ein bisschen unsterblich vor. Wir stellen das hier mal so vors Bett. Es wird langsam schön in der Butze. Was ist denn da los? So, was kann der? Sitzen und uns selbst beim Schlafen zu gucken, das kann der. Okay, ja, ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist alles egal. So, davon sind 4 fertig. Die anderen sind gerade noch in der Mache. Jetzt haben wir die Klamotten einmal gebaut. So einen komischen... Das sind doch Hockerstühle. Sowas will ich schon eher. So ein Lagerfeuer, so ein dickes kommt später auch noch. So ein Horn. Weißt du was? Wenn wir einmal die Klamotten dazu haben, dann bauen wir nochmal so ein Ding. Und die Holzbank. Die wollte ich noch machen. Die fehlte uns noch. Dann bauen wir noch einmal die Holzbank. Du brauchst für alle Sachen nämlich immer gleich viel. So. Herstellen. Das Hörnchen? Wird das Hörnchen hier drin gemacht? Nee. Hörnchen ist... Ist Hörnchen schon fertig? Hä? Wo habe ich jetzt das Hörnchen hingestellt? Oder haben wir es gar nicht gemacht? Ich glaube, wir haben das Hörnchen gar nicht gemacht. Aber jetzt haben wir es fertig. So, Hörnchen. Und das noch. Das kann... Ja, ja, ich trage too much. Ich weiß. So, ach, ich carry immer noch too much. Warte, das hat sich gleich erledigt. Das Horn, da stellen wir nämlich mal... Oh, sieht das cool aus, langsam. Langsam sieht es echt cool aus. Halte E für mehr Optionen. Horn. Interagieren. Da passiert gar nichts. Cool. Habe ich das Teil jetzt aus Versehen auseinandergenommen? Nee! Du bist eine Stufe aufgestiegen. Jo! Aber trotzdem. Das Horn, selbst wenn es nichts bringt, das kann ruhig da stehen bleiben. Sieht doch fett aus. Hat doch einen epischen Faktor. So. Jo. Passiert nur leider nichts. Aber ist egal. Habe ich das jetzt wenigstens richtig rumgestellt? Nein. Fein. Sitzt die Frau da? Kann man das zerlegen, abbrechen, interagieren?
Man müsste wissen, in welche Richtung man dann guckt. Oh Gott. Das sieht man nämlich nicht. Wenn ich jetzt nochmal so ein Teil baue, wir bauen lieber noch so ein, hier so einen. Ach, zwei können wir davon bauen. Dann stellen wir die noch nach drin und dann passiert wirklich was Schönes. Ich habe mir nämlich was ausgedacht. Und zwar, oh, sieht das fein aus. Und dabei ist meine Grafikeinstellung nicht mal auf Ultra. Und sieht trotzdem fein aus. So, das hier ist alles fertig. Davon haben wir jetzt genug. Eisen ist, wie gesagt, immer noch das Problem. Aber da kümmern wir uns gleich drum, denn der Junge, der hat ein bisschen gegoogelt. Das nehmen wir am besten mit. Die Aloe-Blätter, ich weiß noch nicht ganz, wo man die benutzt. Aber die sollen irgendwie irgendwann mal heilen können. Das mit dem Fleisch, das geht mir echt auf den Sack. Die Spinnen, die haben wir inzwischen auch mal dominiert. Rein da. Körnchen, nö, die kann man zu Mousse verarbeiten. Und sich dann durch die Schnute ziehen, aber ich weiß noch nicht, wie man das macht. Das zu Mousse arbeiten. Das durch die Schnute ziehen, schon. So, das kann da noch rein. Holz holen wir später. Da kümmern wir uns später drum. So. Die beiden Höckerchen sind fertig. Dann. Ja, die sind ein bisschen klein. Und irgendwas sagt mir, dass ich die jetzt wahrscheinlich falsch rumbaue. Wird schon wieder dunkel hier drin. Nee, ich hab's richtig rumgebaut. Cool, okay. Jetzt wird's natürlich. Jetzt wird's dunkel. Könnten wir vielleicht. Eine Kerze. Wundsekret. Lecker, dann können wir an der Kerze auch noch lutschen und werden dabei geheilt. Die schwarze Kerze, die stinknormale, ist da irgendwo ein Unterschied? Ist das wichtig? Wahrscheinlich nicht. 10 Zwirn für eine so eine olle Kerze. Oh, eine Vase. Ja komm, das haben wir auch noch. Wir haben's ja. Den Teppich, den fände ich so geil. Pass auf, den Teppich. Jetzt kommt eine fette Inneneinrichtung. Haben wir davon noch? Haben wir auch. Jetzt habe ich einmal angefangen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich glaube, jetzt wird die Folge nämlich zu lang. So, das hat er dann davon. Die ist fertig. Teppich ist fertig. Und so eine olle Kerze hier. Erstmal ein bisschen Zwirn machen. Zwirn? Zwirn. Zwei Kerzen am besten. Ist so doof, dass das nicht auf einmal passiert. Wundsekret haben wir hier. Wir müssen nachher mal neues Pflanzenfaserzeug sammeln. Denn das braucht man immer wieder. Nicht nur für die Klamöttchen. Okay. Die schwarzen Kerzen, die haben Stil. Ach, das weiß dann schon, dass das da fertig ist. Okay, das ist praktisch. Das nehmen wir. Ach, da ist das zweite Horn? Hä? Wie ist denn das jetzt da reingekommen? Na, was soll's. Dann, ich habe da noch eine coole Position für eins. Und zwar da, wo es nicht geht. Na komm, das ist doch wohl genug. Komm. Warte, da habe ich doch gerade. Da habe ich doch gerade. Da habe ich doch gerade. Nein, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte gerade einen freien Platz erwischt. Aber hier geht's sowieso irgendwie. Da geht's, da wieder nicht. Hier? Ja, hier, komm. Da zum Wasser raus wäre zwar noch cooler. Jetzt haben wir zwei davon. Dann kann sich der hier steht, mit dem, der da steht, über Horn unterhalten. Super praktisch. Okay, der Teppich, der sieht gar nicht mal so scheiße aus. So. Cool. Und eine Vase. Dann haben wir damit auch ein Töpfchen. So. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. War da noch irgendwas, was ich machen wollte? Die Kerze muss ich nochmal hinstellen. Das tue ich zum Sammeln wieder da rein. Und das Wundsekret. Das kommt hier wieder rein. Okay, das. Das haben wir. Und die Kerzchen. Oh, cool. Die bringen jetzt leider nicht so viel Licht in Dunkel, wie ich mir erhofft habe. Aber das ist ja shit egal. Ein Stuhl noch. Ein Stuhl vielleicht noch. Aber das hier mache ich an, während wir... Nein, mache ich doch nicht. Wir haben nämlich kein Holz. Ja, doch, wir haben noch Holz. Dann klaue ich das hier einfach raus, machen wir das Teil aus. Da passiert ja gerade eh nichts drin. Das wird ja dann nur verschwendet. Zwei. Dann fehlt mir genau... Kann ich jetzt noch eins bauen? Okay.
3, 4, dann haben wir genau 4 für den Stuhl. Aber ich gehe jetzt los, denn Schnöpsel ist jetzt sowieso quasi unbesiegbar. Wir müssen nämlich auf den Berg drauf. Auf den da ganz oben, denn ich habe gehört, dass es da was Tolles gibt. Wir haben inzwischen schon gelevelt. Ich hatte doch vorhin ein Level up, ne? Dötschen wir das mal in... wo ist denn mehr aushalten? Hier. Vitalität. Alles in Vitalität. Dann sollte das ein bisschen einfacher von der Hand flutschen. Die Spinnen, die habe ich inzwischen ja auch schon kalt gemacht. Die sterben relativ schnell, sind nur nervig wegen ihrem Gift. Aber wenn man es einmal raus hat, dann geht's. Wir können uns auch noch... egal. Machen wir später. Machen wir später. Nicht zu viel vornehmen. Denn wahrscheinlich gehe ich gleich sowieso wieder irgendwo drauf. Aber wir probieren mal. Wir probieren mal alles. Und dann habe ich noch was, was wir probieren. Aber das probieren wir erst, nachdem wir was probiert haben. Wir machen mal kurz... kurz unser Ding in hier kaputt. So. Und ein... ach, nee! Aber die sollten... Scheiße, jetzt habe ich schon wieder den Bug, dass ich die Waffe nicht benutzen kann. Jetzt geht's wieder? Ja, jetzt geht's wieder, okay. So. Die Krokos, die sind nämlich... da hätte ich mir das auch sparen können. Die Krokos, die machen nämlich viel Tamtam um nix. Guck. Sind nämlich jetzt tot. Die gehen eigentlich relativ schnell. Mehr Holz erforderlich. Und den kann man auch ganz gut ausweichen. So. Aber das war nicht das, was ich geplant habe. Und zwar müssen wir einmal nach dort oben. Einmal eben so. Dort gibt es nämlich dann was Wichtiges, ohne dass wir leider nicht länger vorankommen. Ich werde jetzt auch kein Fleisch mehr einsammeln oder keine kleinen Viecher auf dem Weg umkloppen. Aber was trinken muss ich noch. Und ihn umhauen. Blocken. Ach, wir haben keine Ausdauer mehr. So, war jetzt aber auch egal. Und das auf dem Weg zum Wasser eben herstellen. Damit wir das Problem gleich nicht nochmal haben. Und was zu mampfen. Ich hoffe, bitte sagt mir, ich habe jetzt richtiges Fleisch mitgenommen zum... richtiges Fleisch zum... nee, nicht das hier. Ach Gottchen. Verdammt, dein kleiner Bruder da hinten hat mir gerade schon die Hälfte abgezogen. Aber du bist egal. Nee, nicht du auch noch. Nee, bunter Vogel. Fetter Truthahn da, was machst du denn? Oh shit. Die Viecher. Kein Krokodil der Welt ist so gemein wie der Eumel. Oh, das war knapp. Das war knapp. Bitte, hätt's mir jetzt nicht noch eine Hyäne auf dem Hals. Okay, wir müssen... darauf hoffen, dass wir das jetzt überleben. Oh, trinken. Damit wir uns wieder voll heilen, müssen wir, glaube ich, volles Mampf haben, oder? Nee, geht auch so schon. Okay, dann machen wir das hier eher. Damit wir was für unterwegs dabei haben. So, dann hauen wir rein. Diese dicke Haut hier, die kann man übrigens in die Kleinen zerlegen. Für was anderes ist die, glaube ich, noch nicht gut. Also für uns jedenfalls nicht. Außer wir müssen noch was erlernen. Das haben wir jetzt auch hier. Können wir nachher jetzt mal zu Hause machen. Und das hier vor allen Dingen. Wir können uns ein kleines Menschlein mitnehmen. Make Sklaverei great again. Wir werden natürlich nett zu dem sein. Und den brav behandeln. Damit er ein bisschen was für uns erledigt. 10. Nee, das machen wir gleich auf der Reise. Obwohl, dafür brauchen wir sowieso noch mehr. Was wir noch nicht haben. Das müssen wir uns leider noch aufbewahren, ein, zwei Folgen. Bis wir damit anfangen. Denn dafür brauchen wir das, was ich jetzt auf den Berg holen gehe. So. Ich wünschte, das hier wird ein bisschen schneller gehen. Da vergammelt es schon im Feuer. Hä? Warst du noch nicht mal fertig? Komm, eins geht noch, dann gehen wir los. Hält ja ein bisschen, oder? Obwohl, das können wir auch noch essen. Und dann losgehen. Wildfleisch war noch kein fertiges. Toll. Das kommt da gammelig raus. Was soll denn das? Hä?
Das ist shit. Ah, da haben wir es. Okay. So, auf nach oben. Jetzt aber mit ein bisschen mehr Elan. Wir hauen jetzt einfach vor allen Viechern ab. Wir haben Ausdauer ja ein bisschen geskillt. Oh Gott, ich hoffe, das schaffen wir bis nach da oben. Ohne, dass wir irgendwas Neues entdecken. Da laufen uns schon... Wie viele? Drei dicke Brüder laufen uns da gerade hinterher. Aber der Weg da... Oh Gott. Oh, da sind überall Hyänen. Aber die haben aufgehört. Da sind überall... Und da kommt die erste. Okay, das hier müssen wir kurz... Das müssen wir kurz clearen. Oh nein. Hast du genug? Gerade so eben noch, aber da fehlt irgendwas. Shit, hä? Wir brauchen entweder Stein oder Holz. Oh shit. Komm. Das wollte ich nicht. Haben wir alle? Kann ich ihn reparieren? Holz. Stein fehlt. Stein fehlt uns. 4. So, oh, sogar Eisensteine. Sehr gut. Sehr gut, denn die sind das eine, was uns noch fehlt. Oh shit. Die sind die eine Sache, die uns noch fehlt, wegen der wir auf diesen Berg da raufgehen. Aber. Oh, ich sehe es schon. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt echt in der nächsten Folge. Wir haben uns ja jetzt genug mit unseren Nachbarn gestritten. Oh, lecco mio. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Space, yeah, Space. Space, lady, hey, lady, Billy, lady, hey, lady.